ich bin Katja Flora aus Stuttgart. Ich arbeite beim CVM Landesverband in Württemberg und ich liebe es, auf Konzerte zu gehen. Ich stehe total auf gutes Essen und ich verbringe unheimlich gerne Zeit mit meinen Freunden. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Hinterher ist man immer schlauer. Zum Beispiel, wenn sich herausstellt, dass man sich für das allerschwierigste Wahlfach entschieden hat. Oder wenn man merkt, dass man viel zu lange den falschen Leuten hinterhergerannt ist. Oder wenn es einem so geht wie dem Hauptmann am Kreuz von Jesus. Denn der erlebt, wie Jesus gekreuzigt wird und stirbt. Und steht am Ende da und sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Mist, könnte man denken. Jetzt, wo es zu spät ist. Jetzt, wo Jesus tot ist. Da erst erkennt der Typ, wer Jesus eigentlich war. Hinterher ist man eben immer schlauer. Zum Glück wissen wir als Christen heute, der Tod von Jesus war nicht das Ende, sondern eigentlich erst der Anfang. Jesus ist auferstanden und lebt. Und trotzdem frage ich mich, geht es uns nicht oft genauso wie dem Hauptmann am Kreuz? Fällt es uns nicht oft total schwer, Jesus in unserem Leben zu erkennen? Zum Beispiel mitten in einer schwierigen Situation oder vor einer wichtigen Entscheidung. Oft kämpfen wir uns alleine dadurch und stellen erst am Ende fest, wie Jesus uns geleitet, begleitet und getragen hat. Da könnte man dann auch sagen, ja, hinterher ist man eben immer schlauer. Aber wisst ihr was? Damit will ich mich nicht zufrieden geben. Dass wir uns durchs Leben kämpfen und erst im Nachhinein erkennen, dass Jesus uns geführt und geleitet hat. Sondern ich will, dass wir das jetzt glauben, in diesem Augenblick, in den aktuellen Problemen, bei den Entscheidungen, die wir heute treffen müssen. Ich wünsche dir, dass du das in deiner aktuellen persönlichen Herausforderung glauben kannst und merkst, was für einen Unterschied das macht. Denn dieser Jesus, das ist Gottes Sohn und er lebt und er trägt, begleitet und leitet dich durch dein Leben, jetzt und nicht erst hinterher.